Hallo meine Lieben, ich bin's, eure Universikum-Paraphysiker. Ja, wir hatten gerade Bombenalarm hier in Sabingat, in der Stadt, wo ich lebe. Und ja, schon das zweite Mal innerhalb von einem halben Jahr, die ich hier erlebt habe. Wir haben auch sehr viele Bombenalarme in Deutschland inzwischen wieder. Das ist schon seit 2014, so wie ich mich erinnern kann. Aber ja, wir brauchen Frieden, wir brauchen keine Kriege, ja. Aber Bombenalarm, was soll man machen? Hab's aufgezeichnet, aber nicht in diesem Kanal, sondern in einem ganz anderen Facebook-Kanal. Ja, echt egal. Von einer Seite her, natürlich will man Frieden haben und dann wird man doch noch mit Krieg konfrontiert, weil es Länder gibt, die gerne Kriege haben wollen, ja. Ist ja unfassbar. Naja, gut. Also, meine lieben Fischen, ich habe da nämlich halt auch was hier. Das ist meine Firma, Global Freedom United. Global Freedom United. Und das ist der Erzengel Gabriel. Und ja, auf deutscher Sprache steht es auch schon mal hier drauf. Das ist ein Tumbler. Da kann man draus trinken. Das ist so ein Thermosbecher. Ja. Na gut, habe ich halt bestellt. Und dann habe ich auch sowas hier aus Acryl, den Erzengel Michael. Ja. Jeweils 14 Euro plus Versandkosten. Die Versandkosten sind sehr hoch. Ja, muss man machen. Aber wenn ihr was natürlich halt Spirituelles irgendwie haben möchtet, was natürlich auch was mit Schutz zu tun hat, könnt ihr natürlich halt gerne auch euch das holen. Schutz können wir spirituell von vielen, also von den Erzengeln, gut gebrauchen. Gerade in unserer heutigen Zeit. Echt Wahnsinn. Mir wird es jetzt kalt, richtig eisig kalt hier, meine lieben Fischen. Ich nenne euch jetzt mal Fischen, weil ich habe euch noch nicht gelegt. Ihr seid die letzten jetzt halt hier für die Monatslegung. Ich bin ein bisschen spät dran. Zu meiner Schande. Zu meiner Schande. Ah. Das kann echt laut sein. Stell mal vor, wenn dann doch der Krieg hier ausbrechen sollte, dann wird das halt auch in Serbien mitbekommen. Plötzlich geht die Sirene. Wie schütze ich mich mit meinem Sohn? Ne? In der Ukraine ist ja die ganze Zeit Krieg. Ne? Wer weiß, wie unsere Rumänen das durchhalten müssen. Ja, aber unsere Rumänen haben es gerade noch viel schwieriger, weil die sind, die Ukrainer sind die nächsten Nachbarn, ne, von unseren Rumänen. Und die vorbereiten sich gerade schon mit dem Militär, die Rumänen, ja. Weil die Drei-Wetter-Front kommt nämlich halt aus Osten jetzt inzwischen. Aber wer jetzt wo irgendwas macht, keine Ahnung, also egal. Also meine lieben Fischgeborenen, ich konzentriere mich jetzt mal an die Legung. 12.12 Uhr, das ist sehr interessant. 12.12 Uhr, ist an mich gerichtet. Der 6. Oktober. Mein liebes Universum. Bitte gebt mir Informationen für die Fischgeborenen, wie der Monat Oktober 2022 sein wird. Ja, schauen uns beide mal die Welt an, gell? Was können wir denn miteinander erschaffen? Vielleicht hast du einen guten Freund, Freundin, Bekannte, Kollege, keine Ahnung was. Und du möchtest gerne mit diesen Menschen die Welt genauer erkunden. Muss nicht unbedingt was mit Teilen zu tun haben, kann, muss aber nicht. Können auch so Business-Themen sein. Vielleicht möchtest du was verwirklichen in deinem Leben, etwas verändern. Und dann schaut ihr von der Vogelperspektive halt euch was an, was ihr denn in die Transformation bringen könnt, liebe Fische. Fisch, Fisch. Habt ihr auch in der letzten Zeit sowas hier erlebt, habt ihr in Deutschland? Wenn ja, ihr dürft ruhig in den Kommentar reinschreiben, ob ihr auch so Bombenübungsalarme hattet in eurer Stadt. Wäre sehr interessant, das mal zu lesen. Ob ihr das jetzt auch in der letzten Zeit öfters mal halt irgendwie in den letzten Wochen oder paar Monaten erlebt habt. Wie oft jetzt in diesem Jahr, würde mich schon sehr interessieren. Also das ist jetzt hier das zweite Mal seit Anfang des Jahres, 2023. Fische. Wie wird denn der Oktober werden, liebes Universum? Ein Narr.
irgendwie hat irgendjemand nicht richtig hingesehen und ist unvorsichtig gewesen, war wie ein Narr. Auf der Kopflage. Etwas verwirklicht sich nicht, wie es hätte sein sollen. Nun gut, da wollen wir jetzt mal anfangen zu legen. Hört sich gar nicht gut an, wenn es auf der Kopflage ist. Also, der Ritter der Kelche auf der Kopflage. Irgendetwas wolltest du in der Vergangenheit leidenschaftlich halt machen. Ja, irgendetwas wolltest du in der Tat umsetzen, hast es aber nicht getan. Die Karten sind hier irgendwie alle auf den Kopf verkehrt. Ist das normal? Ja. Dann kann ich das so nicht ernst nehmen. Da muss ich tatsächlich umdrehen. So. Also irgendetwas möchtest du halt irgendwie leidenschaftlich verwirklichen. Ja, passt schon wieder mit diesen zwei Herrschaften da mit der Weltkugel in der Hand. Das passt. Das ist dein Zeichen hier. Fisch, Krebs. Aber da ist irgendwie was Geheimnisvolles hinter einer Sache. Irgendwie. Es kann sein, entweder bist du es oder dein Gegenüber, der sehr geheimnisvoll ist. Diese Person strahlt auch förmlich dieses Leidenschaftliche aus, was man gerne halt verwirklichen möchte. Ja, diese zwei Karten sprechen ja schon so ziemlich halt davon. Irgendetwas verwirklichen. Ja, also es kann schon auch ein bisschen was mit Business zu tun haben. Aber diese Person ist auch voller purer Leidenschaft. Leidenschaft, die Leidenschaft. Es kann sein, dass sie hoch angesehen ist, gerne angesehen ist. Sie hat viele heimliche Verehrer oder Verehrerinnen. King of Pentacles, also das kann eine männliche Figur jetzt sein, muss nicht sein, weil es eine Allgemeinigung ist, kann es ja auch eine Frau repräsentieren. Stier, Sternzeichen Stier. Ich kriege mir auch Steinbock rein, wobei da hier ein Stier zu sehen ist, aber mir sagt sogar eine Stimme Steinbock. Irgendwie ist doch was mit Steinbock. Warum auch immer ich das höre jetzt halt per Channeling-Verfahren. Dann habe ich hier den Ritter der Münze. Oh, das passt. Der König der Münzen und der Ritter der Münze. Also der König trifft den Ritter. Es kann sein, dass du halt Hilfe bekommen könntest in der nächsten Zeit von irgendjemandem, der dir ein bisschen helfen will mit deiner Karriere. Es kann sein, dass du irgendetwas Künstlerisches machen wolltest. Entweder was Musikalisches oder Darstellerkunst. Das könnte Schauspielerei sein. Oder vielleicht schreibst du an einem Buch oder du machst Musik oder möchtest Sänger werden, ja. Ich krieg auch Tonstudio rein. Irgendetwas so in der Hinsicht auch. Ich weiß nicht, also das sind Personen, die wollen dich fördern. Ich habe hier Förderer. Also nicht in dem Sinne nur, dass sie halt mit Geld fördern, sie wollen dich tatsächlich halt in deinen Projekten dich fördern. Also wenn du jetzt halt in diesem Sektor halt irgendwie dich bewegst. Kann aber auch sein, dass du vielleicht die ganze Zeit eigentlich unentdeckt warst. Vielleicht kommt demnächst irgendjemand, der dich halt plötzlich entdecken würde mit deinen Talenten. Naja, kann sein, dass du als Grafikdesigner arbeitest und was nicht entdeckt. Aber es kann, wie gesagt, es kann Musik sein, Schauspielerei, sowas zum Beispiel. Oder vielleicht halt ein Genie. Vielleicht bist du ein Genie. Ich habe das auch hier. Zwar habe ich jetzt halt nicht unseren süßen Eremiten, den habe ich jetzt halt nicht hier. Du hast Neider. Du hast Neider. Also man wiegt auch so im Hintergrund gerne aus, machst du was richtig oder falsch und die kritisieren dich dann auch dementsprechend. Lass dich davon nicht unterbringen, mach dein eigenes Ding weiter, hör auf mich, was ich sage. Guck nicht, was die anderen sagen, ignorier das. Ich bin mal ganz ehrlich, mir ist das auch ähnlich gestern passiert, ich habe diesen Testeinkauf gemacht. Und dann sagte halt meine Vermieterin, was willst du mit diesem Scheiß, dass du das verkaufen möchtest? Das kaufen hier die Leute nicht. Dann wäre besser, wenn du Coca-Cola drauf drucken würdest oder Mickey Mouse oder irgendetwas mit Donald Duck drauf drucken würdest. Da habe ich gesagt, da bin ich des Wahnes. Das ist Urheberrechtsverletzung.
Das kann ich nicht machen mit meinem Online-Shop. Und dann sagt sie, ja, warum machst du denn nicht was mit Sternzeichen? Dass da halt irgendwie von den Sternzeichen die Symbole drauf sind. Da habe ich gesagt, das sind doch Erzengeln. Ja, wie der Erzengel Gabriel hier drauf ist. Und hier sind auch Sternzeichen drauf. Ach, das bringt ja nichts. Ach, das ist ja nicht gut genug. Ja, ich weiß nicht. Also ich habe das schon sehr schön gemacht, finde ich zumindest halt, ne? Ja, oder ich weiß nicht. Also sie sagt, das wird nicht ziehen. Ich dachte auch, wie nett, das wird nicht ziehen, sagte sie zumindest. Ich höre nicht hin. Oder diese Uhr hier. Das ist auch eine interessante Wanduhr. Vom Erzengel Michael. Irgendwann hat auch Walt Disney begonnen gehabt. Irgendwann haben auch die Konzernchefen angefangen gehabt, ihre Produkte zu veröffentlichen. Und es fing an, auch am Anfang nicht so an, so leicht, das alles sich zu vermarkten. Das brauchte Zeit. Münzenergien sind langsamere Energien. Das braucht Zeit. Das ist logisch. Das braucht Zeit. Du brauchst da wirklich einen sehr dicken Nervenkostüm, wenn du als Künstler vorwärts kommen möchtest. Das kann über Jahre hinweg dauern, bis du mal ganz groß irgendwann rauskommst. Und ich hatte im Hinterkopf immer noch dieses Gefühl gehabt und dieser Gedanke, die Diddelmaus. Ihr kennt sicherlich noch die Diddelmäuse damals in den 90er Jahren. Ich habe sie zwar nicht gesammelt gehabt, aber ich hatte Klassenkameraden gehabt, die haben ja noch die Diddelmäuse gesammelt gehabt. Und nur wegen einer Zeichnung mit so einer Maus, dass man anfangs Postkarten gestaltet hatte, ist das ein Riesending geworden. Der ist sogar Multimillionär geworden am Ende, dieser Künstler. Er lebt inzwischen nicht mehr, der hat auch Tumor gehabt. Deswegen Krebs gestorben, wie auch Bill Gates damals. Nee, nicht Bill Gates, wie hieß denn der nochmal, der Konkurrent von Microsoft, der Konkurrenz, bei Macintosh. Er ist gestorben. Es sind viele gestorben in Bezug auf Tumore, die einst mal reich waren. Ja. Aber das ist so. Münzenergien sind langsamere Energien. Also wenn du dir eine Frage stellst, warum läuft das alles so langsam? Ah ja, hier, ne? Die Frage stellst du, warum läuft das alles so langsam? Was ist denn hier überhaupt das Geheimnis? Langsam. Langsam. Mach dich nicht verrückt. Mach dich nicht verrückt. Ah nee, wartet mal kurz, ich muss das anders legen. Das ist alles hier spiegelverkehrt vor der Kamera, deswegen muss ich das so machen. So, jetzt wird draußen Schuh. Muss mich anders dran gewöhnen. So, seht ihr das? Die zwei wiegen aus. Der will investieren, die zwei wiegen aus. Die zwei überlegen sich noch. Lohnt sich das zu investieren? Ja, nein, der andere will bezahlen. Die anderen zwei tun sich dann noch so schwer. Ja. Wobei, 2, 4, 6. Es kann sein, dass du inzwischen so ein bisschen schlaflose Nächte hast. Enttäuscht bist, Kopfkino hast. Diese Enttäuschung fühlt sich schon ziemlich depressiv an. Hast schlaflose Nächte, weil du wütend bist. Du bist wütend auf die Welt, du bist wütend auf alles um dich herum, weil nichts funktioniert, wie du es gerne hättest. Schon wieder, typisch Münzenergie. Erdelement, Erzengel Gabriel, das ist deine Energie. Das ist deine Energie. Komm mal her, mein Schutzpatrönchen. Das ist er, der Erzengel Gabriel. Na, das ist euer Erdelement. Aber du, mein lieber Fisch, du bist Wasserelement. Da ist der Erzengel Raphael dafür zuständig. Aber wenn es um die Münzen geht, ist es der Erzengel Gabriel. Das heißt langsam. Langsam die Brötchen backen. Nicht zu schnell. Sonst sind sie nicht durch. Also mach mal langsam. Ja, weil wenn du zu schnell die Brötchen backst, was ist dann? Die Backware ist noch von innen weich. Pampig vielleicht sogar noch. Teigisch. Oder wenn du zu schnell rennst, du kannst stolpern und hinfallen. Also lauf normal, mit normalem Tempo. Hetz nicht. Lauf normal, vernünftig. Was sonst stolperst du? Genau das Gleiche. Also das ist mit dem halt gemeint. Konzentrier dich weiterhin nebenher an deine Kunstwerke. Wenn du jetzt zum Beispiel halt Lieder schreibst und deine Texte auswendig lernst oder dass du ein Buch schreiben möchtest oder Bücher schreiben möchtest. Du schreibst Bücher, es kauft keiner. Kommt drauf an, wie du Marketing machst. Das ist auch so ein Thema. Marketing ist das A und O heutzutage. Aber dann ist auch wieder dieses Thema von wegen halt die Wirtschaft liegt brach.
Ja, das sehe ich ja um uns überall herum. Filialen schließen in Deutschland, Fabriken schließen teilweise in Deutschland, orientieren sich halt um hier im Balkan. Ja, und dann möchte man vieles digitalisieren. Ja, ist auch so ein Ding. Auf jeden Fall hast du hier noch eine Freude, die du zu erwarten hast. Eine Nachricht, die dir viel Freude bringen wird. König der Kelche, das ist deine Energie. Als ob du Besuch kriegen würdest irgendwie von jemandem. Die Welt liegt dir bald zu den Füßen. Ja, Rückzug. Vielleicht hast du die ganze Zeit dich Rückzug eingeübt gehabt. Naja, ich kann es verstehen. Ich kann es verstehen. Kann sein, dass du auch ein bisschen wütend auf die Welt bist. Kann man auch so quasi so sagen. Bist nicht mehr so halt glücklich mit dem, was du um dich herum so alles erlebst. Manchmal könntest du einfach so sagen, die Welt spinnt. Ich habe keine Lust mehr. Die Welt ist nicht mehr ganz normal. Ich möchte einfach nur meine Ruhe haben. Ich ziehe mich zurück. Ihr Menschen seid mir völlig egal geworden, weil ihr überhaupt nicht aus euren Fehlern überhaupt nicht lernen wollt. Weil die auf diese Null-Bock-Energie sind. Ich habe keinen Bock, mir egal. Schwer. Ja, da sagen diese zwei Karten aus, ja. Also ich lüge ja nicht. Null Bock. Die Welt liegt auf dem Kopf. Ja, die Menschen ticken nicht mehr ganz sauber, sagst du. Weil die Masse der Menschen kritisieren ja nur noch, verurteilen, anstatt dass sie beurteilen. Reden schlecht, ja. Schauen sich was an und danach kommen sie auf Kampfmodus. Na, so ähnlich wie es halt gestern bei mir war. Und dann sage ich noch dieser Frau, und sie ist noch Rechtsanwältin vom Beruf her, das muss man sich mal überlegen, bin ich denn des Wahnes, dass ich Coca-Cola hier drauf bedrucken lasse für meinen Online-Shop und dass ich Mickey Mouse drauf halt bedrucke, um das hier am Ende zu verkaufen, so teuer? Und das kommt noch halt aus dem Konkurrenzland. Und ich halt gesagt gehabt, da kann ich ja nur noch halt mit einer Urheberrechtsstrafe rechnen von 250.000 Euro, vielleicht sogar wesentlich mehr. Weil die Amerikaner, die gucken nicht schlecht, nur wenn sie dann halt um Strafsanktionen halt also hochrechnen, da können sogar Millionenbeträge rauskommen. Ich spaße mit sowas gar nicht. Ich weil da kannst du bestimmt doch nicht Mickey Mouse draufdrucken lassen von Walt Disney. Das ist Urheberrechtsverletzung. Ja, das ist so eine ähnliche Energie. Also ich sehe das halt irgendwie. Wobei, ich habe jetzt halt nicht die Energie reinfließen lassen. Ich bin jetzt halt verwundert, dass das hier überhaupt jetzt so. Vielleicht hast du ähnliche Themen. Vielleicht soll man was draus lernen, es nicht zu persönlich zu nehmen. Nicht zu persönlich nehmen. Lass die Leute reden. Ja, ist wirklich so. Lass die Leute reden. Weil die reden immer so. Die sind immer unzufrieden mit immer egal was. Wenn du Erfolge haben solltest am Ende, weißt du, was sie sagen werden? Habe ich doch gewusst, dass du es doch schaffen wirst. Plötzlich? Aber das hat sie nie gesagt. Das hat sie nie gesagt. Aber tut so, als ob sie es gesagt hätte. Vorher kritisiert sie deine Kunstwerke, dass es grottenschlecht ist, dass du es nicht richtig machst. Verurteilen, beurteilen bis zum Schlechtesten. Aber dann plötzlich, wenn du Erfolge haben solltest, hier die Welt für Erfolg, dann plötzlich. Habe ich doch gewusst, dass du es doch hinkriegen wirst. Eigenlob stinkt. Ah ja, das sind narzisstische Personen. Du hast ja die auch in deinen Reihen. Also ich sehe das auch hier ganz, ganz deutlich. Ja, aber ich sehe auch, du hast ein bisschen auch so finanziellen Engpass. Muss auch immer wieder die Münze drei, vierfach halt mal umdrehen, um mal zu entscheiden, kann ich mir das leisten oder nicht. Liebes Universum, gib mir bitte mal Karten. Passend zur Erlegung. Ja, Verlustängste. Ja, du hast Verlustangst. Du hast Verlustangst, indem dass du versagen tust mit dem, was du hier machst. Du hast Verlustangst, dass du auch viel Geld verlieren könntest in der nächsten Zeit. Vielleicht hast du auch keine Kunden, keine Aufträge kommen. Irgendetwas macht dich auch krank. Also du hast auch das Gefühl irgendwie, dass du sehr schwer übermüdet bist. Nervlich bist du auch angespannt. Große Liebe.
Ja, die Enttäuschung ist sehr stark energetisch zu spüren. Sehr stark. Wenn du jetzt in Angestelltenverhältnis halt bist, kann es sein vielleicht, dass dein Arbeitgeber, das kann auch dein Abteilungsleiter sein, hohe Erwartungen von dir setzt, dass du irgendetwas liefern musst, was für dich nicht so einfach eigentlich ist. Und okay, klar, natürlich, du hast sehr viel schon eigentlich erreicht. Kann sein, dass du ein Eigentumshaus hast, dass du ein Auto hast, dass du eine Familie hast, aber die Arbeit hängt dir am Nacken. Ja, der Druck vom Abteilungsleiter ist sehr groß. Und du versuchst halt irgendwie das Unmögliche möglich zu machen. Das habe ich ja auch. Kleeblatt. Also hier geht es auf jeden Fall um einen Neuanfang. Kann sein, dass du vielleicht halt auch, das ist jetzt natürlich bei jedem unterschiedlich, entweder du lebst in Trennung, ja, schon ziemlich lange, hast aber eigentlich eine neue Liebe kennengelernt und du sehnst dich nach der neuen Liebe. Das habe ich ja auch hier, ganz tolle, ja. Und vielleicht bist du eine alleinerziehende Mutter, ja. Und du sprichst sehr viel mit dieser Person und ja, ist auch eine sehr karmatische Person. Ja, ist ein karmatischer Partner. Eigentlich wünschst du dir sehr gerne, mit diesen Personen zusammenzukommen. Mit diesen Personen ein Leben zu teilen. Ja, das habe ich auch hier. Diejenigen, die jetzt kein Eigentumshaus haben und auch kein Auto haben, würde ich jetzt mal so sagen, dass ihr vielleicht auch so ein bisschen halt das Thema habt, dass ihr euch selber vielleicht ein bisschen mehr unter Druck setzt. Und dass ihr halt irgendwie vorwärts kommen wollt und ihr kommt einfach nicht vorwärts. Ja, setzt euch selbst quasi halt derartig unter Druck. Ihr habt selber schlaflose Nächten. Einige von euch haben auch dämonische Angriffe. Da ist ein bisschen spirituell gearbeitet worden in der Vergangenheit. Und keine Angst, du bist auf jeden Fall, du bist beschützt. Ja, du hast da jemand an deiner Seite, der tadellos auf dich guckt und dich beschützt. Ja, das gibt es hier auch. Ja. Also du bist nicht alleine. Ja, ist mit dem gemeint. So, auf dem Ritter der Stäbe haben wir hier die Eulen. Also es gibt Gespräche. Das kann sein, dass das irgendwelche Behörden teilweise sind. Vielleicht weißt du gar nicht, dass die Behörden dich vielleicht sogar auch suchen, ja. Und dass sie über dich reden, du das beobachtet im Netz, im Internet. Kann sein, dass ein richterlicher Beschluss dir gerne zugesendet werden möchte, aber irgendwie finden sie dich nicht. Habe ich auch hier. Man fragt sich sehr merkwürdig. Sie ist irgendwie wie quasi untergetaucht. Wir müssen sie ein bisschen suchen. Da werden schon sogar auch Detektivarbeiten bald demnächst halt hier geleistet. Hier haben wir hier den König der Münzen mit der Lupe. Hier wird jemand finanziert. Ne? Ein Stier wird finanziert, ne? Gefüttert mit der Lupe. Das heißt, da wird ein Auftrag gesetzt, also dass man dich findet vielleicht sogar. Geht auch vielleicht halt um das Thema Geld. Vielleicht hast du Schulden und du kannst deine Schulden nicht bezahlen und musst dann halt, ja, wie sagt man das so? Man will dich pfänden. Ja, auch vielleicht ist das ja auch einer der Gründe, warum du schlaflose Nächte hast, wegen Pfändung. Ja. Auf dem Ritter der Münzen habe ich hier den Brief. Kann sein, dass du nämlich halt ein Schreiben kriegst von einer Behörde. Königin der Kelche, sie ist eine sehr treue Person. Sie wird dir helfen. Ja, also das ist irgendeine Person. Sie ist sehr mütterlich. Sie hilft gerne aus ihrem ganzen Herzen. Ist auch sehr freundlich. Und
Ich krieg irgendwie diesen Hasen rein hier, diesen Angsthasen. Sie hat auch ein bisschen Angst. Weiß nicht. Ich habe hier so viele Angstthemen bei dir. Dann habe ich hier noch halt die Schlange auf den fünf der Stäbe. Jemand ist kampfbereit. Es ist eine weibliche Figur. Theater auf die neun der Schwerter. Auf die vier der Stäbe habe ich hier die Kleeblätter. Page der Schwerter habe ich einen Brief. König der Kelche habe ich hier die Wolken. Und dann habe ich auf der Welt noch ein Buch. Und auf dem Turm habe ich einen Mann. Die Öffentlichkeit weiß nicht, dass du eigentlich insgeheim einen Partner hast oder eine große Liebe. Entweder weißt nur du das alleine und kein weiterer. Habe ich auch hier am Stehen. Ja, die Welt kommt dir sehr rätselhaft vor. Und du bist auch eine rätselhafte Person. Habe ich hier auch am Liegen. Leider Gottes gibt es hier Personen, die das eigentlich ätzend finden, dass du so rätselhaft bist. Aber ich sehe auch, dass du irgendwelche Fähigkeiten in dir hast, die nicht von dieser Welt sind. Vielleicht bist du ein Erdengel. Erdengel sind magische Personen. Und kann sein, dass du die Schnauze gestrichen voll hast, dass du mit diesen toxischen Personen hier zu tun hast, die immer Dramen machen. Dir den allerletzten Nerv rauben. Theater, Theater, der Vorhang, der geht auf. So, und du sagst, ich mag nicht mehr, ich will meine Ruhe haben. Hört mal auf hier mit euren Dramen. Dieses ist nur ein Instrument. Das ist zur Manipulation, ja. Aber du selber sagst, ja, also bis Frühling kann passieren, dass ich Glück habe. Eigentlich habe ich Glück. Reichlich. Weil ich habe ja alles, was du sagen. Ich habe ja alles. Ich habe eine schöne Wohnung. Ich habe auch ein Kind, weil wir haben auch ihr Kind. Nicht für alle ist jetzt die Legung so mit Kindern. Aber diejenigen, die Kinder haben, das würden auch so sagen, ich habe ein Kind. Manche würden sagen, ich habe meine Freiheit. Ein Kind zu haben ist wie eine Freiheit, Neuanfang. Freiheit, Neuanfang. Ne? Also ich muss echt sagen, du hast wirklich Fremenis in deinen Kreisen, die jetzt nichts mit dieser ganzen Geschichte unbedingt was zu tun haben, dass sie dich jetzt abbremsen. Die sind aktuell um dich herum, weil sie dich halt manipulieren wollen, weil sie gerne von dir was haben möchten. Und du wirst dich zurückziehen von diesen Personen auf jeden Fall. Naja. Also das kann sein, dass die Kontakte mit dir aufsuchen, nur damit sie halt irgendwo zaster Geld von dir halt organisieren können. Bei dir ist nicht zu holen. Ja, und da gibt es halt auch so Themen bei dir, dass du natürlich halt auch den Ball flach halten tust, weil du irgendetwas halt noch machen möchtest, dass du eine Meldung freigeben möchtest. Ja, kann sein, dass jemand dich betrogen hat in der Vergangenheit. Hier betrogen hat, hier die Schlange und dann hier die fünfte Stäbe. Ja. Weil es hier um viel Geld ging. Und du denkst halt noch sehr stark drüber nach, soll ich denn eigentlich eine Strafanzeige gegen die machen, ja oder nein? Die haben dich pleite gemacht, die haben dich ausgezogen, wortwörtlich gesagt, ne? Aber ich sehe was Positives. Ich weiß jetzt nicht, woher das Geld herkommen sollte. Schau dir immer mal die Karten hier an. Die Welt steht für ein eindeutiges Ja. Hier der Buch und hier die helle Seite der Wolke. Da kommt auch was Großes rein. Also das heißt, da kommt eine Nachzahlung. Irgendwelches Geld kommt. Ja, woher auch, keine Ahnung. Kann bei jedem unterschiedlich sein. Bei einigen kann das eine Abfindung sein. Bei anderen kann auch das Thema halt irgendwie mit staatlichen Hilfen zu tun haben. Habe ich auch.
Das sind Beschlüsse. Ich sehe schon halt mehrere Beschlüsse. Ja, es sind mehrere Beschlüsse. Ist ja alles so spiegelverkehrt hier. Deswegen muss ich mich umorientieren, damit ihr das richtig hier seht. Ja, das sind Beschlüsse. Da kommen Gelder rein. Echt, das tut mir richtig leid. So einfach ist das Leben echt nicht bei euch. Ich möchte mal ein bisschen gucken, was da noch so alles zu finden ist. Ja, die Leute reden über dich. Ja, die reden aber sehr positiv über dich, dass du gar keinen Partner hast. Die gehen davon aus, dass du partnerlos bist. Die ganze Zeit Single. Gar keinen. Man sieht keine Männer bei dir ein- und ausspazieren. Darüber reden die hier. Das habe ich ja auch am liegen. Aber insgeheim hast du einen. Thomas, ein Riesengeheimnis drumherum. Es ist ja aber sehr interessant. Also wenn ich das mir so anschaue, die Vögel, die zwitschern sehr positiv über ihn, kann aber auch über dich sein. Er ist auch eine Vaterfigur. Kann sein, dass er ein Vater ist. Und eine blondhaarige Frau schaut auf ihm zu. Kann auch ein blondhaariger Mann sein. Muss jetzt nicht unbedingt blondhaarige Frau sein. Kann auch ein Mann sein. Und du bist hier. Und alle anderen sind da überall. Ja, so in diesem Labyrinth. In Irrpark. In Irrpark. Ja, ja. Das geht schon lange so. Und derjenige, der eiert rum mit Entscheidungen. Ja. Er ist Vater, er hat sogar eine Ehefrau. Manche tun so, als ob sie halt bei der Mama leben würden, machen auch ein großes Geheimnis, sagen nicht, wie die Adresse lautet. Dann solltest du dir die Frage stellen, ob da nicht was faul ist. Weil mach den Test, wenn du sehen solltest, dass er nicht seine oder dass sie nicht ihre originale Adresse dir gibt, dann ist diese Person vergeben. Ganz wichtig, dass du das weißt. Genau. Ja, mein lieber Fischgeborener, blöd ist es, wenn es hier um Affären geht. Ich hoffe nur, dass dein Gegenüber wirklich halt mal korrekt ist, weil hier sind ja mehrere Personen scheinbar. Und ja, also Gerichtsvollzieher, der sucht dich. Ja, aber du wirst halt eine Nachzahlung ausgezahlt bekommen. Und du wirst dich zurückziehen von dieser Welt. Ich kann dir nur raten, ich habe so ähnliche Energien wie du, wenn es hier um Business auch geht. Lass es einfach nebenher weiterlaufen. Mach dir nicht den Druck. Einfach nebenher weiterlaufen lassen. Da bleibt dir nichts anderes übrig. Mach deinen YouTube-Channel-Kanal und guck, wie du es halt irgendwie arrangieren kannst, ja. Ich einfach. Mein lieber Fischgeborener, ich hoffe, dass halt irgendwie die Legung trotzdem halt irgendwie gefallen hat. Ich verstehe diese Energie. Ich habe ähnliche Energien wie du. Ich bin auch ähnlich in der Energie. Bei mir funktioniert mein Business nicht. Ich habe meine Firma auch angemeldet gehabt mit der Handelsregisternummer und ich habe keine Kunden. Und das geht schon seit langem so. Ja, Marketing, klar, logisch. Aber dann sind noch andere Faktoren auch noch, die ein großes Spiel mitspielen. Ich bin auch enttäuscht. Ja. Es sind auch spirituelle Angriffe wie bei dir gewesen. Und ich kann dir nur sagen, trotzdem weitermachen. Laufen, nebenher laufen lassen. Mach deinen YouTube-Kanal. Filme. Ganz einfach. Und lass einfach immer mal wieder mal deinen Firmennamen mitlaufen. Im Werbespot. Das ist das Einzige, was ich dir empfehlen kann. Okay, also ich wünsche dir was. Bis dann, mein lieber Fisch. Du kannst einfach mal liken, meinen Kanal abonnieren. Und wer weiß, vielleicht bis dann. Tschüss.